Der Segelsport ist einfach einzigartig, wenn man auf dem Wasser ist und zum Beispiel jetzt hier auf der Kieler Woche diesen Wind hat, die Wellen runter surfen kann. Ein geileres Gefühl gibt es gar nicht. Ich bin Gordon Nickel, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Steuermann der Kammlade. Wir sind 5 Leute. Ich bin der Steuermann. Dazu kommen Nils Färber, Nils Fiege, Sebastian Röske und Morten Nickel. Und wir segeln seit 3 Jahren Plateau 25, ein Sportboot, und segeln regelmäßig Regatten. Als Team ist es unsere 3. Kieler Woche, aber jeder von uns hat vorher auch schon in anderen Bootsklassen an der Kieler Woche teilgenommen. Also wir sind in den ersten beiden Jahren auf der Kieler Woche jeweils 3. geworden, aber wenn man jetzt die Tendenz sieht, dann wollen wir dieses Jahr ganz eindeutig den Kieler Woche-Sieg holen. Das Segelrevier ist sehr anspruchsvoll. Man kann hier viele verschiedene Windbedingungen haben, aber die eigentliche Schwernis ist wirklich daran, dass wirklich immer viele Segler kommen, die ihr Können unter Beweis stellen wollen. Also Kieler Woche ist eigentlich immer so ein Knotenpunkt, wo alle Segler eigentlich hinwollen und gewinnen wollen. Ich würde sagen, das ist einfach ein Kult-Event. Wenn man das gewinnen kann, dann hat man sich schon einen Namen gemacht. Und dafür kommen zum Beispiel auch viele aus dem Süden gerne mal in den Norden, um ihr seglerisches Können unter Beweis zu stellen. Also als Team funktionieren wir, ich würde sagen, jetzt in diesem 3. Jahr perfekt. Jeder weiß, was er zu tun hat, und wenn mal wirklich etwas schief läuft, dann weiß der andere genau, ich muss ihm jetzt helfen, der braucht noch eine Hand. Und ein Zieleinlauf, wenn man als erstes zum Beispiel ins Ziel kommt, ist immer ein Erlebnis. Aber dazu auch, wenn man sehr schnell fährt, ist immer wieder ein nettes Gefühl. Einfach wenn man im Hafen ist und man weiß, man hat einen schönen Segeltag. Man würde das um nichts in der Welt tauschen wollen. Das ist einfach ideal. Also da freut man sich dann eigentlich schon wieder auf den nächsten Tag, um wieder segeln gehen zu dürfen.